Hallo, Happy Sketching. Nun die große Frage, wie zeichne ich ein Haus mit einem Walmdach? Also das heißt, das Haus sieht von der Seite so aus und dieses Dach ist genau in der Mitte, dieser Dachfirst ist genau in der Mitte des Hauses. Wie zeichne ich so etwas? Gut, wir beginnen. Wir haben einen Horizont. Soweit, so gut. Wir haben vielleicht ein zweistöckiges Haus, das heißt, wir müssen zuerst die gelbe Kante zeichnen. Und wenn wir ein zweistöckiges Haus haben, heißt das auch, dass die gelbe Kante wahrscheinlich eher unten geschnitten wird. Vielleicht so, ich zeichne, oder? Vielleicht so, das ist der Horizont. Soweit, so gut. Okay, ich habe zwei Fluchtpunkte, ich nehme diese an, ich zeichne das so und ich mache zuerst den Kubus ohne Dach, einfach mal angenommen, wie das ist, hier wieder Vertikale und Vertikale, okay, und jetzt kann ich, also hier diesen Kubus zeichnen. Das ist mal der Hauskubus ohne aufgesetztem Dach. Wir haben ziemliche Schwierigkeiten, diese Verkürzungen gegen die Tiefe hin abzuschätzen, weil sie eigentlich sich logarithmisch verkürzen, also nicht messbar halbierend sind. Eine gute Konstruktion, die wir immer anwenden können, ist die Diagonalkonstruktion. Das ist relativ einfach. Ich zeichne hier eine Diagonale und hier eine Diagonale. Und weil vertikal immer vertikal bleibt, kann ich eigentlich sagen, hier ist also die Mitte des Hauses. Jetzt kann ich die Höhe des Giebels festlegen. Ich mache es vielleicht noch ein bisschen höher, das Dach. Wir werden gleich sehen, warum das Sinn macht. Ich ziehe diese Kante also auf diese Ecke runter und ich ziehe diese Kante auf diese Ecke runter. Ah, und jetzt sind wir wieder beim alten Konstrukt. Und das heißt, Moment, ich muss schnell nachgucken. Und das heißt, ich kann diese Kanten, die eine denselben Fluchtpunkt haben, hier, da gehört auch der First dazu, kann ich wieder nach hinten ziehen. Also irgendwo hier ist mein Dach. Jetzt muss ich dasselbe auch hinten noch machen. Also ich müsste jetzt hingehen, das nach hinten ziehen. Ich muss das nach hinten ziehen. Irgendwo da wäre der Boden meines Hauses. Also habe ich irgendwo hier hinten die hintere Kante des Hauses. Jetzt kann ich, wie ich vorhin diesen Strich gezogen habe, kann ich diesen Strich auch auf den Fluchtpunkt nach hinten ziehen. Und ich sehe, wow, ich habe mich ja wahnsinnig getäuscht. Stimmt das? Jetzt müsste das dahin gehen, das dahin gehen, das müsste das ungefähr hier liegen. Also das geht hierhin. Das geht hierhin und jetzt bin ich in der Ungenauigkeit drin. So wäre das. Also könnte ich hier wieder eine Diagonale machen. Hier habe ich die Mitte und ich sehe, mein Dach geht bis hierhin. Und nun kann ich das direkt verbinden und jetzt kann ich sagen, das ist mein Dach. So, das war jetzt nicht so schön, weil ich es nicht konstruiert habe. Hier ist ein bisschen Ungenauigkeit entstanden, aber ich glaube, man versteht es trotzdem. Das ist jetzt wirklich hochkomplex. Wenn Sie das schaffen, gerne einen Upload auf den Blog. Nehmen Sie Feedback zu den Dozierenden auf und fragen Sie, ob das richtig ist. Sie müssen es verstanden haben. Zeichnen Sie vielleicht noch ein Haus und noch ein drittes Haus und dann können Sie stolz sein. Sie haben etwas gelernt fürs Leben. Nämlich jetzt wissen Sie alles über die Perspektive. Was es noch mehr gibt, ist eigentlich nur eine Abwandlung von dem, was Sie jetzt schon kennen. Happy Sketching und Upload auf den Blog.